Herzlich willkommen, ihr großen und ihr kleinen Zuschauer. Wir haben euch heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, die schon relativ bekannt ist, aber wir wollen noch einmal ganz neue Gedanken einfließen lassen. Diese Geschichte wird sehr oft im Dezember erzählt, gelesen, sogar in Filmen verarbeitet. Eigentlich wissen wir nicht genau, wann das genau stattfand. Wir haben kein Datum in der Bibel. Wir können diese Geschichte das ganze Jahr über lesen und wir dürfen uns auch das ganze Jahr über freuen, dass diese Geschichte wahr ist. Ich möchte nicht zu viel verraten, damit ihr nicht gleich schon alles wisst und gar nicht mehr neugierig seid. Wir werden uns dem Bibelthema mit Flanellbildern nähern. Vielleicht kennt ihr das schon. Ihr Kinder seid vielleicht schon richtig bekannt und vertraut mit diesen Flanellbildern. Wundert euch also nicht, ihr großen Zuschauer, denn ich denke, wir können alle auch anhand dieser schönen Darstellung etwas mitnehmen aus der Geschichte. Und ich möchte unseren alten Prediger Bruder Krause zitieren, der gesagt hat, wenn die Kinder es verstehen, dann verstehen es die Großen auch. Lasst uns am Anfang den Bibelvers hören. Es begab sich aber in der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machten sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ich glaube, ihr habt diese Geschichte alle schon einmal gehört. Und doch wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen und uns die Situation damals so richtig vorstellen. Bethlehem. Dieser kleine Ort ist uns heute bekannt. Viele Christen kennen aufgrund dieser Geschichte den kleinen Ort. Aber Bethlehem war eigentlich damals gar nichts Besonderes. Es war ein verschlafenes Nest, könnten wir heute vielleicht sagen. Bethlehem lag abseits der großen bekannten Reisewege. Die Menschen in Bethlehem sind sicherlich ihrer ganz alltäglichen Arbeit nachgegangen. Viele werden Bauern gewesen sein. Sie haben auf dem Land gearbeitet und haben dafür gesorgt, dass alle genug zu essen hatten. Es gab um die Zeit der Geburt Jesu nicht viel Besonderes in Bethlehem. Alles, was bedeutend war an Bethlehem, lag in der Vergangenheit. Hier wurde Jakobs Frau Rahel begraben. König David stammte aus Bethlehem. Und seine Urgroßmutter Ruth lebte hier. Das alles war aber schon sehr lange her. Vielleicht waren die Bewohner Bethlehems noch etwas stolz darauf, dass der König David aus ihrem Ort stammte. Und wie alle Juden werden sie auch auf den Messias gewartet haben. Sie haben darauf gewartet, dass der Heiland, der Retter, kommen würde. Mit dem Wunsch des Kaisers Augustus aus dem fernen Rom über seine Untertanen genaue Angaben zu erhalten, kommt Bewegung in das verträumte Bethlehem.
Plötzlich ist jeder auf den Beinen. So mancher wird auch verreisen müssen. So einige sind sicherlich nicht in Bethlehem geboren und sie werden in andere Orte haben laufen müssen, um sich dort einschreiben zu lassen in diese Steuerlisten, die der Kaiser Augustus haben wollte. Aber ein Großteil der Leute sind ja auch in Bethlehem geblieben. Endlich ist etwas los. Auf so einen Ansturm an Reisenden, die verpflegt und beherbergt werden wollen, ist der kleine Ort nicht vorbereitet. Jede Kammer wird herausgeputzt und in jedem Winkel Schlafplätze eingerichtet. Ich stelle mir das so richtig vor. Ganz Bethlehem erwartet diesen Besucheransturm. Die Hausbesitzer werden überlegt haben, wie sie ihre Häuser in einem besten Licht präsentieren können. Schnell überlegt jeder, wie das Haus schick gemacht werden kann. Vielleicht sind noch irgendwelche Reparaturen nötig. Vielleicht muss noch eine Wand ausgebessert werden oder eine quietschende Tür geölt. Jeder ist voll beschäftigt mit diesem Besucheransturm, mit der Vorstellung, Bethlehem bekommt ganz viele Leute zu Besuch. Das Problem von Bethlehem war schon immer die Wasserversorgung, weil Bethlehem keine eigene Quelle besitzt. Deshalb werden sicherlich die Brunnen, die Zisternen noch einmal überprüft worden sein. Da war vieles zu bedenken. Wenn so viele Menschen kommen, dann muss überlegt werden, wie haben alle genug zu trinken? Aber auch, wie haben alle genug zu essen? Jeder wird noch mal in den Keller geschaut haben. Sind genug Vorräte da? Was können wir zur Verfügung stellen für all die vielen Menschen? Da war vieles zu bedenken. Die für das Wasser zuständigen Männer werden noch schnell die Zisternen untersucht haben. Die Frauen laufen hektisch herum, stapeln hier Bettdecken für die Gäste, sortieren dort das beste Geschirr, backen eiligst Unmengen an Brot und scheuchen die abenteuerlustigen Kinder vor ihren Füßen davon. Viele Gäste, das verspricht gute Einnahmen. Vielleicht würde jetzt der kleine Ort Bethlehem überall bekannt. Die Besucher sollten die beste Meinung über Bethlehem mit nach Hause nehmen. Jeder war darauf bedacht, sich in einem guten, im besten Licht zu präsentieren. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute dort gestresst waren. Die Köpfe waren voll mit Plänen und die Hände und Füße waren ständig in Aktion bei der Vorbereitung. Eigentlich verständlich, dass sich alle so große Mühe gegeben haben. Schließlich ist dann irgendwann ganz Bethlehem ausgebucht. Der kleine Ort ist förmlich vollgestopft mit Menschen. Spät in einer Nacht läuft ein Mann ganz nervös von Tür zu Tür. Ein Zimmer, bitte nur ein kleines Plätzchen. Meine Frau bekommt ein Baby. Es eilt. Auch das noch. Ein Blick auf das erschöpfte, vom Reisestaub verschmutzte Paar mit dem mickrigen Esel genügt, um festzustellen: Hier lauert nicht das große Geld. Auch das noch. Eine hochschwangere Frau. Da sollte ein Baby geboren werden. Da war einiges zu erwarten an Vorbereitungen, an Unannehmlichkeiten, an Umständen und ein plärrendes Baby auch noch. Wer sollte das annehmen? Wer sollte sich das aufhalsen? Nach der vielen Arbeit der letzten Tage kann niemand erwarten, dass er sich diesem jungen, unvernünftigen Leuten auch noch aufhalst. Die sind doch selber schuld. Was reisen die auch mitten in der Nacht jetzt rum mit einer Frau, die kurz davor steht, ein Baby zu bekommen?
Diese jungen Leute, die sind doch wirklich völlig unvernünftig. Vielleicht hätten sie bei den Behörden einen Reiseaufschub beantragen sollen. Auf jeden Fall war es nicht klug, in ihrer Situation sich auf den Weg zu machen. Die konnten doch wirklich nicht erwarten, dass ihnen in Bethlehem jemand hilft, oder? Jede Tür knallt dem Josef vor der Nase zu. Bums! Wieder geht eine Tür zu. Das Baby soll bald geboren werden. Maria kann gar nicht weiter drüber nachdenken, könnte ich mir vorstellen. Und dem Josef, dem stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Er ist verzweifelt, was soll er denn noch machen? Er hat freundlich gebeten, er hat gebettelt. Es hat alles nichts geholfen. Er schaut in die Fenster der kleinen Häuser. Er sieht die Menschen dort sitzen an den Tischen, die reich gedeckt sind. Sie essen und sie trinken. Frauen laufen umher mit vollen Wasserkrügen. Männer debattieren. Alles ist fröhlich, alles ist gelöst. Jeder hat einen Platz. Nur seine Frau hat keinen Platz, die Maria. Und das Baby auch nicht, das geboren werden soll. Josef weiß nicht mehr weiter. Mitten in diesem vollgestopften Bethlehem stehen er und seine Frau und wissen nicht weiter. Schon blickt er sich nach einem Baum oder Gebüsch um, unter das er seine Frau in dieser sternenklaren Nacht betten könnte. Da kommt ein älterer Mann angelaufen und sagt zu ihnen, hey, ich weiß, ihr sucht ein Zimmer, ihr habt ja auch bei mir geklopft und eigentlich ist alles voll. Aber wisst ihr, ich habe da noch was. Das ist eigentlich kein Hotelzimmer. Es ist nichts Besonderes, nichts Großartiges. Aber vielleicht ist es besser als nichts. Wir nehmen alles. So schnell Sie können, folgen Sie dem freundlichen Mann im flackernden Laternenschein zu einem leicht baufällig wirkenden Stall. Warm kommt ihnen der Geruch von Tieren und von Stroh entgegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Maria und Josef waren in so einer großen Not. Sie dachten, dass sie nirgendwo eine Unterkunft finden würden, dass sie gar keine Herberge haben, kein schützendes Dach vor Wind und Wetter, keinen Platz, damit das Baby in Ruhe geboren werden kann. Dann dieser Stall, ein Geschenk. Ein Platz, ganz anders als vielleicht ein ganz bedeutendes, großes Zimmer, ein Palast, wo eigentlich Gottes Sohn hätte geboren werden können. So stellen wir Menschen uns das vor. Aber es ist ein Stall und es ist eigentlich einer der wunderbarsten Orte auf dieser Welt. So lesen wir das in unserer Geschichte. Maria wirkt erleichtert. Sie hat anderes im Sinn, als über den Zustand ihres Geburtszimmers zu klagen. Josef dankt dem alten Mann herzlich. Maria und Josef sind noch gar nicht lange in diesem Stall, da wird das Baby geboren. Ein wunderbarer Augenblick. Der alte Mann kommt hinzu und schaut sich diese Szene an, dieses Bild. Sein Stall, sein ganz gewöhnlicher, vielleicht schon leicht kaputter Stall. Seine Tiere, die er lieb hat. Und mittendrin das junge Elternpaar und ein neugeborenes Kind. Ein wunderschönes Bild. Er schaut es sich an und er lächelt verträumt. Das könnte ich mir sehr gut so vorstellen. Er fühlt sich irgendwie wunderbar beschenkt und ist sich gar nicht mehr so sicher, ob die vielen zahlungskräftigen Gäste in seinem Haus der eigentliche Gewinn seines Lebens sind. Die Menschen in Bethlehem waren beschäftigt.
sehr beschäftigt. Sie waren treusorgende Gastgeber. Sie haben ihre Pflichten erfüllt. Sie waren fleißig. Das kann ich alles gut verstehen. Das war auch wichtig und richtig. Aber in ihrer ganzen Hektik haben sie doch das Wichtigste vergessen. Sie haben ihren Heiland vergessen. Jesus Christus sollte in Bethlehem geboren werden. Das hätten sie wissen können. Die alten Prophezeiungen hatten es gesagt. Und doch hat der Alltag, das Leben, was hier so auf die Menschen einstürmt, sie völlig in Beschlag genommen. Kann uns das auch passieren? Hören wir einen Bibelvers. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Wunder in unserer Geschichte, dass wir sie heute noch lesen können und dass sie auch uns gilt. Wir sind vielleicht auch sehr beschäftigt wie die Menschen in Bethlehem. Wir werden nicht unbedingt alles für Besucher herrichten, aber wir haben zu tun. Wir haben die Köpfe voll, wir haben eine Menge Arbeit. Aber wichtig ist, viel wichtiger, dass wir unseren Heiland nicht vergessen. Ihr dürft weiterlesen in der Bibel, was alles noch rund um die Geburt Jesu passiert. Die Weisen aus dem Morgenland kommen zu Besuch mit Geschenken. Die Hirten kommen, knien nieder und beten den Heiland an, den neugeborenen König. Und das hier ist die Position, in die ich auch uns rufen möchte. Beten wir Jesus an. Beten wir Jesus an als unseren Heiland, als unseren König, als unseren Erretter. Das ist das Geschenk, dass wir Gottes Sohn als unseren Freund und Bruder, als Fürsprecher, als Begleiter, ja, als unseren Heiland haben dürfen. Das ist eine Tatsache, die wir nicht nur im Dezember lesen wollen. Das trägt uns durch das ganze Jahr, durch jedes Jahr unseres Lebens. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus von sich selbst. Maria und Josef sind durch Bethlehem gelaufen. Josef klopfte an alle Türen und brauchte Einlass. Wir wissen heute, dass Jesus vor unseren Türen steht. Vor deiner Tür, vor deiner Herzenstür, vor eurer Herzenstür. Öffnen wir? Die Lehre aus dieser Geschichte heute für uns ist: Öffnen wir unser Herz für Jesus. Seien wir nicht ausgebucht, nicht vollgestopft mit unseren alltäglichen Problemen, sondern öffnen wir uns und unser Leben für den Heiland. Das wünsche ich euch, das wünsche ich dir. Gott segne euch.